Mein Name ist Arno Galmarini und ich bin Coach bei Elite Training Switzerland. Also wir haben uns spezialisiert auf Leistungs- und Spitzensport und bei uns kommen verschiedene Sportler aus verschiedenen Sportarten. Das ist von, also im Hockey, wo wir sehr stark sind, dann im Skifahren, im Snowboarden, Bobfahren. Wir haben auch sogar einen Schiedsrichter im Fußball zum Beispiel. Das ist sehr unterschiedlich, zum Beispiel auch Mixed Martial Arts haben wir auch. Also im Kampfsportbereich. Es ist sehr unterschiedlich, wobei unsere Stärken klar Wintersportarten sind. Also es ist so, bei uns trainieren können, muss man mindestens wettkampforientierten Leistungssport machen. Also bei uns ist es so, im Sommer haben wir extrem viel zu tun. Da gehen wir einfach nach Prioritätslisten. Das heisst, absolute Profis haben Vorrang vor Amateuren. Aber im Winter, wo wir mehr Kapazitäten haben, gibt es bei uns auch Leute, die sagen, jetzt Zweite- oder Erstliga-Hockey spielen, sind bei uns auch willkommen. Es ist einfach eben Bedingungen, wettkampforientierter Leistungssport. Nur schon der Trainingsumfang an für sich ein Profi hat viel mehr Zeit, kann seinen Tagesablauf nach dem ausrichten, wie er sollte, trainieren soll. Wir machen die ganze Planung über die ganze Woche und über die Zeit, die wir da sind. Amateursportler ist meistens eingeschränkt, weil er meistens noch schafft. Oder unter Amateuren, in Anführungs- und Schlusszeichen, fallen auch die potenzielle Talente, junge Studenten. Oder die solche, die noch in der Lehre sind, junge Sportler, die eigentlich noch Amateure sind, aber sehr ambitioniert trainieren, weil sie wollen mal Profi werden. Ja, also Schnellkraft ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Hockeysport. Wir sagen auch, also generell in Sportarten wie Hockey oder Fußball etc. ist der Power Output sehr wichtig. Der Power Output, der eigentlich eine Kombination zwischen Kraft und Schnelligkeit ist, ist sehr wichtig. Dem sagt man, die gewisse Athletik, die ein Sportler für seine Sportart muss mitbringen muss. Wie man die kann trainieren kann, ist nicht nur aufgrund von Übungen, die man macht im Schnellkraftbereich. Meistens braucht man auch eine gute Basis im Kraftbereich zuerst selber. Stabilität in den Gelenken etc. Bevor man überhaupt fähig ist, die Kraft, die Schnellkraft zu erzeugen. Ja genau, also es gibt ein Beispiel, bis zu einem gewissen Maß kann man allein durch Krafttraining, wenn ich jetzt 100 Meter laufe und ich trainiere überhaupt nicht, laufe ich vielleicht in 20 Sekunden, das ist jetzt übertrieben. Aber ich mache jetzt Krafttraining und allein durch das Krafttraining, weil ich meine Kraftwerte gesteigert habe und ich mehr kontraktile Elemente habe in meiner Muskulatur, ja, kann ich auch mehr Kraft produzieren und deswegen bin ich auch schneller. Aber das ist nur bis zu einem gewissen Maß an Kraft, das ich brauchen kann. Dann braucht es eben auch noch Schnelligkeit und das wäre dann erst in meinem nächsten Schritt. Oder?